I got to replay Front Earth, Front Earth, Front Earth. Huh? Leiter wird abgeholt. Leiter wird. Dings wird da gebaut, sobald das Ding da ankommt. Also jetzt. Craft. Das sind die Portalteile. Rails. Es wäre schon zwergisch, so ein paar Schienen zu haben. So drei Stück. Die auch geschmiedet werden müssen. Okay. Aber ja, so ein Schienensystem, das meinetwegen hier anfängt und einmal ganz runterführt. In verschiedene abzweigende Minen. Das wäre auch geil. Was macht ihr da, Jungs? Hops. Ihr kriegt ein neues Portal. So, das da weg, das da weg, das da weg. Du bist ein Fake-Angriff? Ja. Kohle. Ich glaube, Kohle brauchen wir bald auch wieder. Dann geht doch mal wo zur Kohle hin? Da ist ein bisschen was. Hier, ne? Ja, mach mal das da weg, das da weg, das da weg, das da weg. So. Rest gucken wir später. Und hier haben wir die Kohle. Ja, die haben lange was zu tun. 4 Minuten 40. Aber ich bin relativ zuversichtlich. Außer, das ist eine wesentlich schwerere Welle als vorher. Das letzte Mal war das ja bloß ein paar Skelette und die sind am nächsten Tag auch gleich wieder verschwunden. Also müsste eigentlich nur eine Nacht durchhalten. Und mit 6 Zwergen, die alle Stahlknüppel haben und Leder und Holzrüstung und was weiß ich, das haut schon hin. Ein Leder, ja. Es wäre schick, wenn wir ganz kurz irgendwo... Genau, hier zum Beispiel. Ein Wildschwein umbringen könnten. Und da drüben gleich noch ein Wildschwein umbringen könnten. Und dann noch ein paar Lederrüstung herstellen. Beziehungsweise Helme, weil die wahrscheinlich mehr bringen. Denn Rüstung haben ja schon alle eine an. Also, Holzrüstung. Ja, Holzhelme haben wir auch. Lederschuhe wären richtig toll, aber das geht halt noch nicht, ne? Weil Fishing Rods fehlen. Die wir hoffentlich gleich bauen können, außer wir brauchen Wolle für die Leine, die wir nicht haben. Dann müssen wir erst ein Schaf töten. So, kommt mal jemand hierher? Ich guck dir mal, wir machen ein Schaf. Links ist schon mal kein Schaf, das ist nicht gut. Ich teleportiere mich ungern nach rechts, weil dann die Zwerge eventuell durch die Goblins zurücklaufen und das wäre nicht so toll. Hier sind Hühner, ein Schaf und Wildschweine. So, Wooden Bridge ist da. Was brauchen wir für die Angel? Eine Rope und ein Rope haben wir noch. Guti. Du da, du da, du da, du da. Angel. Schließen. Angel da. Also die müssen wir gar nicht setzen, ne? Die wird einfach benutzt. Machen wir hier Fische hin. Ich will gucken, wie das aussieht. So. Ein Zwerg läuft schreiend stundenlang in eine Richtung. Und kommt an der richtigen Ende raus. Gut. Hunter! Oh, du bist nicht besonders lebendig, Zwerg. Du fliegst gleich vor einem Wildschwein, ne? Komm, schaffst du. Schaffst du. Bitte, bitte schaff das. Das wäre jetzt sonst peinlich. Genau, geh nach Hause, geh schlafen. Und irgendeiner kommt jetzt an und haut einmal drauf. Unten das Portal verschwindet, okay. Neues Portal. Da. Die gehen jetzt alle den langen Weg. Du bist der Angeschlagene von eben, ne? Ja. Okay, dann schlaf mal schön. Mach ich mal kurz dreifache Geschwindigkeit. Oder zweifache. Bis die alle hier nach Hause getalkt. Was zur Hölle macht ihr da? Da ist eine Goldmünze dabei. Du weg, du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Einige 30, ihr wisst wieder den Weg nicht. Select Wolf, Take Control. Release. Komm schon, Wildschwein töten. Hallo Angler.
Fisch. Sehr schön. Knochen, Fleisch. Ein Leder wahrscheinlich. Und da es nur noch eine Minute ist, schicke ich nicht noch jemanden los zum Wildschwein, weil sonst derjenige wieder Schaden bekommt. Das wäre nicht so toll. Du schläfst. Wo ist der Rest? Hier unten. Ich mache die Aufträge mal größtenteils weg. Dann soll sie noch die Reste einsammeln. Das dauert lange noch. 45 Sekunden. Du hast gerade mal ein Drittel Herz regeneriert in der ganzen Zeit. Und es wird Nacht. Also ja, die Angriffe kommen definitiv nur nachts. Okay. Man kann nicht definitiv sagen, wenn erst zwei Wellen gekommen sind, aber es scheint so zu sein, als wenn die Angriffe nur nachts kommen. Also, Tür zu. Ihr seid alle draußen. Ich mach hier auch mal die Tür zu. Das heißt, sie kommen nur zurück, wenn sie das Portal benutzen. Was sie hoffentlich gleich tun. Ich war Jungs. Drowning ist nicht gut. Du. Achso. Ich dachte schon, wo läufst du hin? Du, take control. Geh nach Hause. Release. Nicht er. Den Angelbefehl wollte ich aufheben. Wie hebe ich den Angelbefehl auf? Take control. Geh zurück. Da kommen Skelette. So, gehen wir nach hier unten und mach irgendwas anderes. Please. Du select Wolf. Geh essen. Nein. Wow, was bist du denn? Du bist ein garstiges Skelett. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich ganz gerne. Dass ich ganz gerne die Möglichkeit hätte, Portale manuell zu schließen. Das wäre echt super. Oder. Was zur Hölle? Also ich kann nicht runterklettern, ich kann hier nach links steuern, ich kann hier nach rechts, ich kann nur nach oben. Und abspringen kann ich auch nicht. Dö, okay. Nein. Oh. Take control. Schön wieder zurück. Ich brauche hier noch eine Tür, um die Portale mal abzusperren. Du. Release. Du. Select Wolf. Schlafen. Du, Select Wolf. Ich geh auch schlafen. Geh einfach alle schlafen. Okay. Ja, gucken wir mal, was die Falle da macht. Und dann dürft ihr alle aufwachen. Ihr kriegt hier jetzt ein Portal. Was zur Hölle machst du da? Take control. Release. Ach so, weil die da über uns sind. Boah, machen die einen Lärm. Ganz ruhig. Die laufen jetzt auf unserem Dach hin und her, bis es Tag wird. So, Angriffsbefehl weg. Die porten sich wieder wild in der Gegend rum. Und sammeln Zeug auf. Ja, viel Spaß. Das scheint auch noch verbuggt zu sein. Sie denken jetzt, wo sie wären, in unserer Basis, weil sie oben drauf stehen. Das ist albern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht schaffen würde, gegen die alle zu kämpfen. Können wir testen. Ich finde es sonst ein bisschen unfair. Oh, okay. Genau, haut ihn wieder. Außerdem wird es eh gleich Tag.
Und ich will wissen, was der große Junge dabei hat. Komm schon, komm schon. Ja. Haut sie nieder. Oh, geht richtig gut. Und mit Erfahrungspunkt ohne Ende. Sauber. Kill 10 Skeletons. Das hätten wir noch erledigt. Sehr schön. Da können wir stolz sein auf unsere Zwerge. Du. Replace Front, Replace Front, Replace Front, Replace Front. Immer noch auf 43. Ja, ich denke, Stein wird auch nicht so dekorativ sein. Also müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Was auch immer das andere ist. Die Tür hier unten kann aber links jetzt auf. Hier unten haben wir keine Aufträge und nichts mehr zum Aufsammeln. Nee. Okay, dann mache ich hier auch keine neuen Aufträge, weil ich nicht will, dass sie stundenlang laufen. Dann kann die Tür doch wieder zu. Oh, Craft. Was haben wir denn Neues? Wir haben Lederschuhe. Dafür brauchen wir Seile, die wir nicht haben. Wir haben Fenster, dafür brauchen wir Glas und Planken, die wir nicht haben. Und wir brauchen Fisch, Suppe, dafür haben wir kein Wasser. Okay. Dann sammeln wir das Wasser, sammeln das Wasser. Bau das da ab, bau das da ab. Sind das weniger Goblins als vorher? Nee. Und dann nimm bitte ein Portal hier hin und bring das Schaf um. Für die Wolle, für das Seil, für das ganze andere Zeug. Und dann sollte ich mal die Zwerge durchgehen und gucken, wer davon noch heilen muss und wer nicht. Das waren ja doch einige angeschlagen gewesen. Und wo wir schon mal hier ein Portal aufhaben, die ganz schönen großen Bäume hier wegfällen. So. Was fliehst du gerade vor einem Schaf? Okay. So, Schaf ist kaputt, denke ich. Oh, das schöne Holz. Ich hoffe, das holt gleich keiner. Ein bisschen Weizen können wir auch abbauen. Auch wenn ich denke, dass das Portal nicht lange noch aufbleiben wird dafür, aber versuchen können wir es. Halt ein Auge drauf behalten. Nicht, dass die Zwerge jetzt hier zurücklaufen, ne? Und dann durch die Goblins durch. Nächste wäre dann 45 Minuten, ist okay. Wir können eine Fischsuppe machen. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir das wirklich für die Forschung brauchen, aber ich denke mal schon. Fischsuppe. Ja, war wichtig, okay. Ein Kitchen Stove, da brauchen wir einen Pot für. Den hatten wir schon mal hergestellt. Da, drei Eisen. Oh, wir haben ganz schön viel Eisen inzwischen. So, und Stein. Wir haben keinen Stein mehr. Gut, also müssen wir doch wieder in die Mine runter. Machen wir ein Portal hier hin. Bauen wir die Steine schon mal ab. Ah ja, genau. Und gucken, welcher Zwerg schlafen muss. Du musst schlafen. Du musst schlafen. Du musst schlafen. Du schläfst schon. Du musst schlafen. Du schläfst schon. Ja, alle müssen schlafen. Die Ressourcen vergammeln ja nicht, soweit ich weiß. Also können wir ruhig hier liegen bleiben. Wir müssen nur später ein neues Portal aufmachen. Oder die Zwerge hören einfach nicht auf, was ich sage und sammeln die Ressourcen ein, obwohl sie schlafen gehen sollen. So geht's natürlich auch. Krummel. Oh, oh, wo willst du jetzt hin? Zwerg? Collecting Resources. Ich denke nicht. Jungs, ernsthaft, wo geht's hin? Ist jetzt irgendwas bei den Goblins da hinten, oder? Nee, hier. Nein. Take Control, Release. Wir brauchen noch eins von diesen nicht hierher laufen Schildern. Aber der andere ist von alleine umgedreht. Sehr komisch. Oh, Portal ist weg. Zing. So, einsacken, einsacken. Da nach Hause. Nicht irgendwelche Goblin-Spielchen machen. So,
So, der Rest schläft hoffentlich. Schnarch, schnarch, schnarch. Du bist immer noch bei 43, doofes Gesicht. Wir brauchen mehr von diesem venezianischen Stuckding. Shingle-Roof. Bringt gar nichts. Komfort 1, ja. Na gut. Sand. Wasser. Lehm. Da. Replace. 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 Schiene, Schiene, Schiene. Wo kommst du denn eigentlich her? Kleine Spinne. Hatten wir hier unten auch schon. Da. Scheint wohl so random aufzutauchen. Hm, okay. Schnarch, 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 schnarch. Es sind vier Zwerge, die schnarchen. Ihr zwei sind immer noch fleißig am Einsammeln. Ja, gut, 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 gut. Bald ein Level Up für den hoffentlich siebten Zwerg. Den wir noch ausrüsten müssen, aber das tue ich gerne. Holz haben wir eine Menge, Stein ist wirklich das Ding. Aber ich kann jetzt einfach nicht das hier ignorieren. Also nicht ich kann das, sondern die Spielmechanik kann das nicht wirklich, weil wenn ich das ignoriere, dann geht das Tor irgendwann zu, die Zwerge sind hier und dann laufen die Zwerge zurück und dann sterben sie bei den Goblins und ja, das wäre nicht so toll. Das heißt, einsammeln lassen in doppelter Geschwindigkeit. Oh, ein anderer Zwerg ist wach geworden. Wo läufst du schon wieder hin? Du nicht, nein, 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 nein. Du, take control, release. F1. Du, take control, release. Nix da. So, jetzt können wir doppelt so schnell laufen. Warum? Du, take control, release. Geh verdammt nochmal nach Hause. Du willst die Schienen legen? Jetzt. Nein. Release. Release. Komm, machen wir hier noch ein Portal. Die sind komische Zwerge. Es regnet. Die Goblins werden nass. Zwerge haben anscheinend alle ausgeschlafen. Das ist gut. Steinboden ist auch da. So, wo portest du dich jetzt hin? Hier hinten, ha? Und gehst nach Westen. Okay, du hast volle Lebenspunkte, also könnte sogar fast was werden. Fände ich nur ehrlich gesagt ein bisschen schade, wenn jetzt bei den Koppeln sterben würden. Ja, ich mache mal hier noch ein Portal. Weil ich hoffe mal, sie wollen nur die Sachen hier einsammeln und nicht die, die direkt neben den Goblins sind. Also das hier zum Beispiel. Ja, unbedingt so ein zweites Schild. Was brauchen wir für so ein Schild? Da, wir haben sogar noch eins. Dann bau doch bitte mal hier so ein Schild hin. Oh, die müssen wir nicht mehr von den Zwergen setzen lassen. Sehr gut. Also da darf keiner dran vorbeigehen. Da kann keiner durch, also müsste das passen. Schon gehen sie alle wieder nach Hause. Ja, also es klappt definitiv mit den Schilden. Sehr schön. Also die KI ist nicht perfekt. Oder die KI ist perfekt und ich durchschaue sie nicht gut genug. Aber das kann ich wegen so die Schilde jetzt hinbiegen, wie es mir gerade passt. Gut, 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 gut.